So Leute, weiter geht's mit Simon Jarrett und wir sind auf dem Weg in die Kommunikationszentrale. So, wir schauen natürlich erstmal, wo wir überall noch hinkommen, was es überall noch so gibt. Das geht nicht. Hier liegt... Oh, hier können wir wieder reingreifen und mal schauen, was uns die Maschine zu erzählen hat. Jo, das war wohl Carl und Amy. Und hier scheint sie Carl erwischt zu haben. So, mehr gibt's hier erstmal nicht. Da komme ich später hin. Und da lag, glaube ich, ein Toter rum. Nee, wir waren dort schon. Wir waren dort schon. Ja, ist eine Weile her. Wir haben ja hier das alles schon geändert. Und das war, glaube ich, auch Carl hier. Ich muss mal schauen. Oh Gott, he's dead. He's dead. Jo, Carl Semken, ID 0722. Und ich glaube, der hat hier das Gleiche gesagt, oder? Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. So that's it? Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again... Flugkontrolle kommen wir nicht rein. Auch nicht gut aus hier. Wenn wir das aufmachen, ersaufen wir. Gehe ich später nochmal hin. Wir schauen mal hier rein. Nein, ich bin nicht Amy. What the hell happened to you? What are you? Are you blind? It's me, Carl. Carl Semken. Carl Semken. Wrangler? Any of this sound familiar to you? I... no, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Macht hier diese Maschine, diese Hirnscans. Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard saying mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt.
you see anyone else around, just tell them where I am. Jo, also die Maschine hat Gehirnscans gemacht von Carl. Und vielleicht auf diese Maschine übertragen dann. Ich weiß es nicht. So, where are you exactly? Are you for real? I'm right here. See me waiting? Look at my hands. Hey, buddy. Okay, okay. I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here. See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? How did you hurt yourself? Not sure. Blacked out pretty bad. Can't remember how I got here. What do you remember then? I was in the pilot seat, remoting a UH. UH? A universal helper. You know, a robot like these things, but livelier. Anyway, I was just dealing with some heat shields and... That's my last clear memory. Er saß auch in so einem Pilotensitz. Da gab es mit Sicherheit einen Hirnscan. You were remote controlling a robot. We do it all the time. Robots are too unaware to deal with some stuff. Intuition doesn't grow on motherboards, you know? Did you maybe get trapped in the robot somehow? Your mind is pretty tightly wired to the helper, but nah, pretty far-fetched. Listen, I don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. Ja, wir sehen uns eigentlich auch, wie er jetzt als Mensch. Vielleicht sind wir auch schon längst eine Maschine. I'm really hurting here. Go get some help. If you see any others, just let them know where I am. Okay. Au. Au. Sorry, Carl. Das wollte ich nicht. Wo müssen wir weiter? Ach so, hier. Und da reicht der Strom nicht. Das hatten wir ja... in diesem Computerterminal gesehen. Ah, das ist... Das ging nicht, genau. Und Power Manager. Kommunikationszentrale. Wir bekommen die nicht an, wir müssen Strom abschalten. Nur wo? Ich denke mal, wir müssen dem Carl den Saft abdrehen hier. Und dann könnte der Strom reichen. Da kommen wir nicht rein in den Flow Control. Und hier oben war diese Tür, die die Fluten abhält. Einfach probieren. No, geht natürlich nicht. War hier oben noch was? Please find help. Jo. Online. I really
Paul ist online. Nein, bitte nicht. Das reicht nicht. Oh, was jetzt? Das ging auf jetzt. Und wenn ich jetzt... ausschalte, bleibt das vielleicht offen. Es geht nicht mehr aus, Scheiße. Schrecklich, schrecklich. Ich fühle mich komplett scheiße. Der Karl, Robert Karl, schreit jetzt in alle Ewigkeit. Können wir auch mal herstellen. Hören wir dann an. Luma-Link unterbrochen. Wir brauchen... ach so, manuelle Eingabe, das steht dort. Ich höre mir erstmal die Bänder an hier. Ja, die sehen wir hier. Jo, sie haben Karl und Amy hier gelassen. Und sie haben sie nie abgeholt. Also Johnsy ist auf dem Weg zu Theta. Hey, hello, Theta. Absalon, what's up? We could really use direct contact with Heather. Site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You could send messages via the comm center. If you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we just have to make do. Got you later. Hello? Peter, was it? I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Yeah. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. Au, au, also es sieht wirklich aus, als würde hier Y verlassen und alles versiegelt. Ne, wir gehen nochmal an den Uranus hier. Gar nicht gut. New York, Status offline. 10. Januar 2103. Nachricht. Schon sie, das Büro wird geschlossen und alle Anwesenden evakuiert. Ich soll dir von allen hier sagen, dass es eine Ehre war, mit dir und Y zu arbeiten. Gott sei mit dir und viel Glück mit der Apokalypse, Ben.
Ist ja krass. Lissabon. Update über die Verteidigungsmaßnahmen. Letzte Anstrengungen der globalen Gemeinschaft, die Kollision doch noch zu vermeiden, sind fehlgeschlagen. Pathos 2 sollte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sich auf das unvermeidbare Beben nach dem Aufschlag vorzubereiten. Geschätzte Zeit bis zum Aufschlag 5 Stunden 13. Liz. Jetzt wissen wir auch, was hier passiert. Ein Komet ist eingeschlagen. Und die Welt oben wird verwüstet sein. Und nur hier unten haben ein paar überlebt. London, Status offline. Mit großem Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird und Y und Pathos 2 nicht länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen, Ihrer Vorgesetzten Jane Adams und dem Rest des Personals danken. Sie sind wahrlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass wir mit Ihnen, egal wo es weitergeht, weiteren Erfolg haben werden. Mit freundlichen Grüßen, Systemdirektor James Bloom. Cadiz, alles offline. Johnsy, du magst ja die weitaus besseren Überlebenschancen haben, aber wir aber haben die bessere Aussicht. Salut. Das ist Galgenhumor. Leco mio. So, da schauen wir mal, was Täter, was da so ist. Was ist das? Verbunden. Standort Täter. Oh, schrecklich, ein Täter. Das war ein Roboter. Wir gucken mal, vielleicht gibt es auch ein Y noch irgendwas. Wir sind zwar ein Y. Von hier aus nicht aufrufbar. Gehen wir mal nach Lambda 2203. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jo, wir sind Simon. Simon Jarrett. Hi, Simon. I'm Catherine. Das ist also Catherine. Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he was in pain. I'm not sure what to do. He said he was hurting. Sort of. I don't know. What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are shuttle trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Shit, where do I... Shit. Was geht hier ab? Y ist nicht mehr. Wir sollen irgendeinen Shuttle nehmen und nach Lambda kommen. Was zur Hölle geht hier vor sich? Das ist doch Jahre her. How is this possible? So wie es jetzt hier aussieht. In der Tat.
Also unser Hirn spielt uns einen Streich. Oder die Geschichte in Toronto ist erfunden. Ich weiß es nicht. Lambda, find the shuttle to Lambda. So ist es. Ja, nach Y wollen wir ja nicht mehr rein. Und wir laufen am Meeresgrund entlang. Sieht übrigens irgendwie fantastisch aus. No, hier passiert nichts mehr. So, wir brauchen irgendwie Zeppelin-Transport, ein Shuttle. Gott, wo sind wir? Where did I get a flashlight? Ich hab eine Taschenlampe. Na toll, wenigstens etwas. Aber sie nützt uns nicht so sehr viel hier. Sind wir. Da hinten schwebt ein Roboter und es hat gespeichert, also sind wir wohl auf dem richtigen Weg. Hier haben wir das so einen Datenpuffer. Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The fields. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is safe. We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Aw, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll head for the shuttle, the Aux. Good luck, Amy. Rooting for you. Also Amy hat zumindest Y überlebt und sie ist auf dem Weg zu Theta. Wir allerdings sollen nach Lambda zu Catherine. Was brauchst du? Strukturgel. Ich hätte gern, aber rotes Licht ist immer so ein bisschen für Gefahr. Na, ich mach da mal lieber ab. Mach du mir jetzt hinterher. Ich hab kein Strukturgel, hau ab! Okay, er kommt uns nicht weiter hinterher. Ihm ist das Strukturgel ausgegangen. Hier blinkt etwas. Nenn nicht, dass du ein Maschinengewehr hast. Na, scheint nicht böse zu sein. Nope.
Mist. Irgendwas und hier auch. Kommen wir hier rein? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben einen neuen kleinen Freund gefunden. Er verfolgt uns. Das sind irgendwelche Pumpen. Die funktionieren noch. Ich wollte auch mal dahinter. Da ist der nächste Rote. Der will mit Sicherheit wieder irgendwelches Strukturgel von uns. Da komme ich nicht rein. Oh, der Kleine scheint ihn zu vertreiben. Oder zu verwirren. Gehen wir mal weiter. Er folgt uns. Wie hieß der? B12 in Stray. Die kleine Drohne. Shuttle Station Y. Wir haben die Shuttle Station gefunden. Geht nicht auf. Oder das finde ich ja nett. Das ist keine Kanone, das ist ein Schweißarm. Und er öffnet uns die versiegelte Shuttle Station. Thanks, little guy. Jo, dankeschön. Und jetzt geht's weiter, hoffe ich mal. So. Da war schon länger nichts mehr. Wie geht das jetzt? Ich mach die mal zu. Es scheint ja irgendeine Schleuse zu sein. Wir haben ein Omni-Tool und mal rein damit. Let's hope the shuttle still works. Die Shuttles noch funktionieren? Ich weiß es nicht. Das Beste wäre, wenn sie überhaupt noch da wären. Wir haben wieder einen Data-Puffer. Jackie? Come in, Theta. Das ist Amy. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry. I'll fix it. Somehow. Au, au, in Theta scheint auch der Punk los zu sein. Der Bär zu steppen. Und ich befürchte, dass Amy dorthin gerannt ist.
dorthin gefahren und auch ums Leben gekommen ist. Oh, oh. Jesus Christ! Boah. What the hell? Darm frisst Hand, das mag ich gar nicht. Zu wenig Strom. Jo, das sieht aus wie der Sänger von Aha. Das Manifest, das ist ein Laptop oder ein Tablet. Manifest Shuttle Beat. Route Y nach T, der Abfahrtsdatum. Gegenstände. Das ist nicht viel. Aufschlagsereignis. Am Morgen des heutigen 12. Januar schlug der Komet Telos um 5.13 Uhr Ortszeit in den Pazifischen Ozean ein. Dieser Aufschlag ist eine der stärksten Kollisionen, die jemals in der Geschichte der Erde aufgezeichnet wurden. Alles deutet darauf hin, dass die Erdoberfläche völlig verödet ist und kein Leben mehr enthalten kann. Die einzigartige Position von Pados 2 hat unserem Personal unvergleichliche Sicherheit geboten. Es ist zwar zu einigen Strukturschäden gekommen, jedoch wurden keine Todesfälle berichtet. Der schwerste Verlust war die Wetter- und Kommunikationsstation auf der unbemannten Oberflächenplattform Omega, was unter den gegebenen Umständen ein vergleichsweise geringer Preis ist. TEDA wird ein Notfallmeeting abhalten, um die Zukunft von Pados 2 und damit letztendlich der ganzen Menschheit zu besprechen. Weitere Informationen diesbezüglich folgen in Kürze. Aufseher K. Furkuren. Oh, komischer Name. Ein Video. Spiel mal ab. I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the eyes. They're going to a bomb shelter upstate, by the way. Along with your dad. I'm guessing someone will help him send you a message somehow. I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams. I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted the picket fence, big family, you know. I guess what I'm trying to say is I'm proud of you. And even though it's been difficult to be separated from you, I regret nothing. I'm happy. And I really wish I was able to say this without the sky falling down. I love you, Amy. I always have. And always will. Amy hat von ihrem Mann oder Freund noch ein Video erhalten. Also sie war hier. Und das ist das Bild von ihrem Mann. Mehr ist hier nicht. Zu wenig Strom. Wir brauchen mehr Strom. Nope, von dort kommen wir. Also hier lang. Oh, wo soll hier ein Shuttle durchkommen? Es hat gespeichert. Hier ist was. Jo, wir sind auf dem richtigen Weg. Scheißendreck. Ist das Amy? Ich kotze ab. Hey,
Are you? Don't hurt me. Nein, tue ich nicht. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. Mm. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Harland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Amy braucht Hilfe. Ist das schrecklich. Sie hängt auch an diesem blöden Organismus. Sie da ist wie eine künstliche Lunge. Und sie sitzt hier schon zig Tage, wenn nicht Monate, Jahre. Tja, ich komme nicht weiter. Ich muss ihr den Saft abdrehen. No. Oh nein, nein. Shit, are you okay? I don't know. I want to go home. Ist das schrecklich. Wir erlösen sie. Oh, fuck. Amy ist auch nicht mehr. Sie hat Theta nie erreicht. Y Shuttle Station B, Stromversorgung stabil. Überall der Strom an. Jetzt können wir wohl einen Shuttle nehmen. Das fährt dann, hoffe ich, denke ich mal, in die andere Richtung. Oh, platsch, platsch. Dass dieses komische Strukturgel ist. Von wem wird es sie am Leben erhalten? Wir hatten mal irgendwas hier von diesem Wow gelesen. Künstliche Intelligenz. Na, hier ist noch eins. Das sieht noch intakt aus. Krieg's nicht auf. Was ging's jetzt? Ach, hier. Jo, manchmal habe ich Tomaten auf den Augen. Wir sind in Y, Theta, Omikron, Theta, Delta, die 07. Wir wollen nach Lambda. Erstmal schauen wir. Flutbare Schleuse, Reparatur-Z, ja, alles da, was wir brauchen. Also nach Lambda, das heißt, wir schaffen die erste Station. Theta, Delta, dann gibt's auch Omikron, Tau und Phi. Alles wunderschöne griechische Buchstaben. Und hau ab, du kommst hier nicht mit. Wir setzen uns und geben Gas. Shuttle J6 activated. Standing by.
Okay, wir geben Gas. Gasgewinnung, Raffinerie. Wir wollen nach Lambda oder Delta. Wo wollten wir hin? Ich glaube Delta. Nein, wir wollten nach Lambda. Ja, fahren wir einfach zurück. Da fahren wir einfach zurück. Denn wir wollen ja zu Catherine. Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most Weltraumkanone. Satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun running longer than a marathon. Gauss-geschützt. Without risk of damaging the payload with risky combustion. The station has multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Delta. Delta manufactures and assembles carrier shells for satellites and probes, specifically to be used in the Omega Space Gun. Together with Theta, they are able to tailor any satellite or payload to our customers' needs. Oh nein, nicht. Nicht, das Gleis explodiert. Oh, ich konnte das Shuttle nicht anhalten. Notausgang. Das hat funktioniert. Und ich meine, es ist im Prinzip egal, welches Ziel wir gewählt haben. Wir waren ja noch nicht mal in Lambda. Und jetzt müssen wir wieder laufen. Hört sie nicht gesund an? Ich schau mal. Simon. Simon, are you there? Ja. Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Wow, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on out there? I gotta go. See you soon, Simon. Catherine? You okay? So, wir müssen irgendeine Wartungsklappe finden. Da hier alles versiegelt ist. Ich habe schon wieder Blumen und hier kommt wieder unser... unser Enddarm. Wir brauchen eine Wartungsklappe.
Ah, hier ist sie. Hoffe ich mal. Jo. Können wir es zumachen? Nee, können wir nicht. Wieder ins Meer und müssen wieder auf dem Meeresgrund nach Lambda laufen. Aber das ist so cool gemacht, das Spiel ist schon Wahnsinn hier. Gefällt mir ausgezeichnet. Sehr, sehr bedrückend. Und ich glaube, wir erleben hier eine wirklich schreckliche Story. Vom Untergang der Menschheit. I can find Lambda, right? I mean, really? How big can this ocean be? So groß ist das Meer auch nicht. Selbst im Bodensee ist Lambda schwer zu finden. Wir laufen einfach mal den Lichtern nach. Ein Kfz-Mechaniker würde jetzt sagen, können die mir nicht einfach eine Lambda-Sonde schicken. Da, 350 Meter, ja, das werden wir schaffen. Der gefällt mir nicht. Der verfolgt uns und wir haben unsere kleinen schweißenden Freund nicht mehr. Oh, ich habe ihn abgehangen. Der wollte uns ans Leder. An die Wäsche. Wenn nicht sogar an die Unterwäsche. Nur wo bin ich? Noch nicht nach Lambda aus. Vielleicht hier. Mal schauen. Was ist das? Sieht aus wie eine Rettungskapsel. Ich schau mal rein. Geht nicht zu. Seepocken dazwischen und Seeanemonen und Korallen. Schauen wir mal, was wir hier finden. Unable to activate. Escape. Also, protocol missing.
Tatsache, es ist ein Rettungsfahrzeug. Wir brauchen einen Cortex-Chip. Und ist das hier jetzt Lambda? Ja, wenn es Lambda oder Catherine ist. Wollte gerade sagen, wenn es dran steht, wird es das schon sein. Die nächste Schleuse. Das sieht ehrlich gesagt nicht besser aus als Y. Und mein Verdacht bestätigt sich. Gleich mal lieber. Catherine? Be quiet. Don't look at him. Schau ihn nicht an. Ich hab doch jetzt schon einen Stift in der Hose. Au. Nicht anschauen. Dann tut er uns wahrscheinlich die Bits und Bytes verdrehen. Du bist verletzt, Catherine. Grauenhaft. Soll das Catherine sein? Simon, right here. Oh, boy. Not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take it anymore. This is... everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics slapped on for good measure. I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. What did you want me to do? The tool you're carrying. Plug it into the computer over there. Ich gehe mal davon aus. Terminal 27 activated. The Omnitool is ready now. Should das be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connection. Catherine?
Let's give this a try. Oh, wei. Das wird sie nicht überleben, nehme ich mal an. Denn ohne Cortex-Chip läuft der Roboter nicht. Oh, jetzt wird Helper Jane abgeschaltet. Oh, this feels weird. I'm in Na, the cool. Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Archer. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Gar nicht so übel. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, finally. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. Tja, die Arche. Are you from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Das war cool, kurz 90 Jahre noch vor ihrer Zeit. Wir sollen in einen anderen Raum gehen. Can't make any sense of it. You say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. So ist es. Wärst du mal lieber in Toronto geblieben. That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing at least. Gives the senses a good punch. Es ist schon ganz schön verwirrend hier. Wir machen mal nicht zu, damit wir zurückfinden. Der Wahnsinn. Wollt ihr eine Arche bauen, sozusagen? Ein Raumschiff in den Weltraum schießen, beladen mit menschlichen Hirnscans. Und die sollten dann wahrscheinlich digital weiterleben. Eine schreckliche Vorstellung. What tower? What are you talking about? This place is in ruins. All the cameras show static. It's so strange. Ist alles kaputt hier. So, Chris, ich bin die ganze Nacht aufgeblieben. Warum noch schlafen? Der Fernseher läuft im Hintergrund und die Nachrichtensprecher sind wegen des Kometen so aufgeregt zugange,
als würden sie den Countdown für Silvester einleiten. Ich weiß, dass es ganz schön daneben ist, dich jetzt gerne bei mir zu haben. Wahrscheinlich habt ihr Kerle da weit unter den Wellen am ehesten eine Chance, das hier zu überleben. Ich hoffe, dass es für dich weitergeht, sofern es noch ein lebenswertes Leben ist. Sieht so aus, als wäre die Kacke jetzt richtig am Dampfen. Ich drücke mal besser auf Senden, bevor uns die Schockwelle erreicht. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Papa. Wow. Matthias Josik. There's really no way around this. A freaking comet killed the planet. Afraid so. You were all stranded down here. And we were the lucky ones. Jo, sie waren die Glücklichen, die hier überlebt haben. Das hat mit Glück nicht so viel jetzt zu tun. Also der geht mir auf den Senkel. Der ist ja übel. Och, da hinten. Der klopft am Fenster. Ach nee, das ist nur so ein Roboter, so durchgeknallter. Hier war Catherine, genau. Dort geht's zum Shuttle, also geht's nur hier weiter. Catherine? What? Nothing. Never mind. So Leute, ich nehme ein 2K auf und ich möchte auch ein 2K hochladen und ich denke, ich mache erstmal eine kurze Pause. Es werden nämlich sicherlich zig Gigabyte auflaufen hier. Als denn, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Teil. Ciao, ciao.